So, hallo meine lieben Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es wurde öfters mal angefragt, deswegen heute für euch hier den Mana-Erweckungsbaum in Elion. Wir gucken uns das Teil an, schauen, was es für Besonderheiten gibt, was es zu beachten gibt und was für einen Sinn das ganze Teil überhaupt hat. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen los. Ja, im Storyverlauf bzw. im Levelverlauf eröffnet sich der Mana-Baum. Das ist hier unter der Minimap ganz rechts die Mana-Erweckung. Wir können zu Beginn uns auswählen, wo wir starten möchten. Ich glaube, bin jetzt hier gestartet. Ich glaube, man kann hier und hier noch starten. Und je nach Farbe, die man hier hat, ist es ein anderer Schwerpunkt. Und das seht ihr auch, welchen Weg ihr da geht. Es erhöht die maximale Ausdauer um 500 und verringert die Ausdauererholung um 15. Das heißt, ihr habt einen positiven Effekt, aber dafür bekommt ihr auch einen negativen Effekt. Dieses Gelbe hier bezieht sich hauptsächlich auf Ausdauer, ne, Ausdauererholung und endet letztendlich in einer Mana-Erweckung. Wenn ihr also euren Pfad hier durchgeht, dann kommt ihr irgendwann hier hin und wenn ihr diesen Erweckungsstein habt dafür, den gelben Erweckungsstein, wie ihr seht, braucht ihr dafür, bekommt ihr einen Effekt, der ziemlich stark ist, nämlich hier Angriffsbeschleunigung um 100 Punkte, das ist viel, Bewegungstempo um 10. Oder Verkürzung der Abklingzeit um 5%. Das sind also sehr starke Boni. Und auf dem Weg dorthin erhöht ihr diese Ausdauerwerte, die ihr habt. Und jetzt geht es halt darum, dass ihr diese Punkte, und ihr sammelt immer Punkte, Mana-Punkte, und die könnt ihr dann hier rein investieren, um diesen Weg zu gehen. Ich bin jetzt von hier zum Beispiel hier runtergegangen. Ich habe jetzt ziemlich einen Unsinn, glaube ich, gemacht, auch mit meinem Kriegsherr, aber es ist mir jetzt egal. Ich habe hier nämlich kein Bonus, wofür ich dann auch einen Malus bekomme, sondern ich habe hier Vielseitigkeit um 2 erhöht und Crit-Treffer-Präzision um 2 erhöht, ja? Und bekomme hier Positiveffekte. Hier ist es wiederum, dass die Vielseitigkeit verringert wird, wenn ich diesen Weg hier runtergehe. Und letztendlich ist es so, je nach Farbe müsst ihr euch da orientieren, was ihr da haben möchtet. Hier Crit-Treffer-Präzision und Vielseitigkeit, darum geht es hier in der Richtung. Und ja, ihr seht eigentlich, das ist eigentlich fast bei jedem von diesen Knotenpunkten ähnlich. Ja, und hier unten immer an den Rändern quasi von den Farben bekommt ihr eine Erweckungsoption und die ist recht stark. Ihr Lebensentzug um 3%, verliehene Heilung um 20%. Also hier könnt ihr euch so ein bisschen an den Runenfarben orientieren. Das ist also quasi für die Heiler, wie ihr seht, sehr interessant. Die verliehene Heilung um 20%, das ist viel. Ja. Oder hier Lebensentzug um 3%, sehr viel mehr Survivability, Überlebensfähigkeit dazu. Hier geht es mehr um Angriffskraft, ja. Und quasi Schaden zu machen und das mündet dann auch hier Magieschaden um 10% erhöht, Crit-Trefferkraft um 20%, Körperschaden um 10%. Ja? Also hier quasi dieser rote Zweig, hier der grüne Zweig, hier der gelbe bzw. orangene Zweig, würde ich jetzt mal so in die Richtung sagen. Und das hier eigentlich in diese lila Richtung, die oben. Erlittener Schaden um 10, ja, wobei es ist blau. Ihr seht es eigentlich an den Erweckungssteinen. Hier ist blau, hier ist gelb, hier ist rot-orange, ja, rot. Und hier ist letztendlich grün. Das könnt ihr so ein bisschen auf diese Runenfarben übertragen. Vitalität um 10% erhöht, den Crit-Trefferschaden um 20% verringert. Wenn ihr also Tank sein wollt, geht er hier in der Richtung rum. Wenn ihr Heiler sein wollt oder überlebensfähiger sein möchtet, mehr auf Heilung und so Sachen setzt, geht er hier runter. Wenn ihr hier im Kampf einfach mehr, wie soll ich sagen, ja, Skills haben wollt, Bewegungstempo schneller sein, ne? Einfach schneller im Kampf sein, schneller Skills einsatzbereit haben, ja, dann geht ihr hier die Richtung, sehr viel mit Skills zu arbeiten, sehr schnell zu kämpfen. Und hier geht es einfach hier um brachiale Gewalt. Und dementsprechend startet ihr natürlich dann auch an dem Knotenpunkt, wo ihr der Sache am nächsten kommt und ihr arbeitet euch am besten den Weg hier durch, bis ihr zu diesen Erweckungspunkten kommt, die für euch dann relevant sind. Das könntet ihr euch am Anfang überlegen. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Hier nämlich die Transzendenzpunkte.
Prägung nennt sich das Ganze. Klingt schon ziemlich komisch oder kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert, denn wenn ihr hier habt ihr die Wahl, und das ist, soweit ich weiß, jetzt je nach Klasse ein bisschen unterschiedlich, wobei das hier, glaube ich, jede Klasse bekommen kann. Kann aber auch sein, dass sie für alle Klassen gleich sind, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ihr könnt auf jeden Fall Mana-Punkte jetzt entweder da rein investieren, dass ihr diese Wege geht, aber ihr könnt die Mana-Punkte auch investieren, dass ihr euch einen Transzendenz-Skill freischaltet, der dann hier auf eurer T-Taste landet. Ja? Und ihr sammelt Numen. Numen heißt diese Energie, die ihr sammelt. Das ist letztendlich durch Kampfaktivität, und zwar permanente Kampfaktivität. Wenn ihr viel kämpft, ladet ihr diesen Skill auf wie ein Ultimate in einem anderen MMORPG, zum Beispiel Elder Scrolls Online. Da gibt es auch einen ultimativen Angriff, und den ladet ihr auf. Je länger ihr kämpft, lädt sich dieser ultimative Angriff auf, und das ist letztendlich das Gleiche. Und ihr entscheidet euch hier, welcher euch hier am besten gefällt. Also es gibt einen, der macht eigentlich Bodenschaden hier, ja, sehr großen. Dann gibt es etwas, das, ja, diese Kugeln, die gehen in alle Richtungen raus. Ist also auch ein guter Skill fürs Farmen, um viele Gegner zu sich zu ziehen. Denn dann drückt ihr einfach diese Taste, und dann gehen diese Kugeln auf alle möglichen Feinde, und die kommen dann zu euch hingelaufen. Wenn ihr also Gegner zusammenziehen wollt, ist das eine coole Sache. Auch für die Dimensionsportale finde ich zu empfehlen. Und hier letztendlich eine Abwehrfähigkeit. Ich weiß, dass es genau beim Gunner, seht ihr jetzt zum Beispiel, der hat hier so ein Feld, wo er sich heilen kann. Also das hier unterscheidet sich doch je nach Klasse, was ihr da bekommt. Ja, das seht ihr hier jetzt auch gerade beim Kriegsherren so ein Abwehrschild. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Da empfehle ich euch auch elioncodex.com, glaube ich, heißt die Seite. Da könnt ihr sehr, sehr schön eure Builds machen und so weiter. Ich packe den Link mal unten in die Beschreibung rein. Schaut da gerne mal rum. Und ansonsten, hier ist ein Schadenskill meiner Meinung nach. Ich denke, das ist für jede Klasse eine Art Schadenskill. Da müsst ihr einfach euch entscheiden, was möchtet ihr denn gerne als ultimative Fähigkeit im Gepäck haben, was nützt euch am meisten einfach in dem Spielbereich, den ihr am liebsten spielt. Ja, ich denke, das hier hilft euch wenig im PvP, also im Arena-PvP zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob dann diese Prägung überhaupt aktiv werden kann, aber falls, dann wäre das hier ein bisschen sinnlos, dann wäre vielleicht eher das hier oder das hier sinnvoller. Das mal zu der Transzendenzprägung. Wir haben dann auch noch die Möglichkeit, Schlüsselprägungen zu machen. Und da habt ihr, wie ihr seht, 3 von 3. Hier oben könnt ihr euch nur für eins entscheiden. Also ihr müsst euch für eine von diesen 3 entscheiden. Ihr könnt nicht alle 3 nehmen. Hier könnt ihr euch aber für 3 entscheiden. Und da müsst ihr auch schauen, je nachdem, hier gibt es etwas, das ist auf Angriff, auf quasi dieses, was die roten Runen-Attributspunkte so ein bisschen repräsentieren. Schadenserhöhung, Präzisionserhöhung und verringerter Energieverbrauch. Dann hier etwas in Fähigkeitspunkte, da kriegt ihr mehr Fähigkeitspunkte, einen höheren Ausweichwert. Und hier gibt es erhöhte Energie, verringerter Energieverbrauch und während des Kampfes Numen herstellen. Also Numen braucht ihr für den Ultimate, ja? Haben wir ja schon besprochen. Und hier könnt ihr von 3 Stück auswählen insgesamt und könnt dort eure Punkte, auch eure Mana-Punkte reinverteilen, die ihr im Laufe der Zeit bekommt. Da würde ich einfach wählen, was braucht ihr? Braucht ihr, habt ihr sehr viel Probleme mit eurem Energieverbrauch? Dann macht hier was in die Richtung, ja? Oder fehlt euch ein bisschen Schaden? Dann könnt ihr vielleicht das hier machen oder Präzisionserhöhung, sowas in die Richtung. Ich bin da auch nochmal rumexperimentieren, kann euch da nicht das Nonplusultra sagen. Da würde ich einfach mal ausprobieren. Jetzt habe ich aber die ganze Zeit davon geredet, wie man Punkte, Mana-Punkte verteilt. Jetzt ist die Frage, woher bekommt man denn die Mana-Punkte eigentlich? Und da ist eigentlich hauptsächlich für euch relevant das Dimensionsportal. Wenn ihr dort Feinde erledigt, sammelt ihr Mana-Punkte. Und ihr bekommt auch in diesen Dimensionsportalen Belohnungen. Das sind dann solche Items hier, die sehen aus wie so ein Siegel. Das ist sowas hier. Nicht schön, ich habe gerade noch eins da. Erwirbt 300 Mana-EP, dann drückt ihr das und dann bekommt ihr die Mana-EP und die geht in euer Mana-Baum rein. Und dann, wenn ihr hier aufsteigt, soweit ich weiß, bekommt ihr mehr Mana-Punkte und könnt dann hier mehr investieren oder euren Weg gehen. Jetzt gibt es Saisons, was diesen Mana-Baum angeht. Das heißt, dieses ganze Angebot hier,
Ja, das wechselt, das rotiert. Es gibt andere Attribute, andere Verbesserungen in den Monaten, in den Saisons von diesem Mana-Erweckungsbaum. Hier steht auch, das müsst ihr euch hier angucken, am Ende der Saison wird Mana-Erweckung auf Stufe 1 zurückgesetzt. Ja, ich bin jetzt hier bei Stufe 9, dann wird es auf 1 zurückgesetzt und die Mana-Erweckung der nächsten Saison wird aktiviert. Das heißt, da geht es von vorne los, aber Prägung, Transzendenz und andere Schlüsselattribute der vorherigen Saison können mit Prägungen in der nächsten Saison verwendet werden. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das dann hier reinwandert, ja, und ihr dann hier etwas verwendet, also ihr könnt dann hier Punkte reinverteilen. Ihr schaltet euch quasi von der Saison etwas frei, das kommt dann hier in die Prägungsliste rein und ihr könnt dann wieder in der nächsten Saison Mana-Punkte in diese Prägungen hier rein investieren, um das aus den Vormonaten zu haben, was ihr euch hier vielleicht erringt irgendwo. So ist bisher meine Erklärung dazu. Ihr seht, ich habe bisher jetzt auch noch nicht viel mehr erlebt. Wir sind ja noch nicht so lange jetzt im Spiel seit Release, aber das ist das, was ich euch bisher dazu erklären kann. Es ist eine Ergänzung, um euren Charakter weiter auszubauen, weiter zu definieren, vielleicht Schwächen auszugleichen, die bestimmte Skills mit sich bringen, dass ihr zum Beispiel einen hohen Energieverbrauch habt und das dann hier ausgleichen könnt. Oder dass ihr einfach ein bisschen arg verletzlich seid und das dann hier ausgleichen könnt mit dem blauen Baum, ja, und ein bisschen tankier werdet, falls ihr sonst eine Glaskanone spielt und sehr viel mit lila Runensteinen zum Beispiel unterwegs seid. Und so müsst ihr eigentlich diesen Mana-Baum verstehen. Ihr seht hier noch ein Attribut, der erhöht mit dem Aufstieg der Mana-Stufe dein Mana um 20. Wenn die Mana-Stufe hochgeht, um ein Level bekomme ich 20 mehr Mana-Punkte, die ich verteilen kann. Die höchste Mana-Stufe ist 40. Gibt es ja also einiges. Und wenn die Saison vorbei ist, dann ist es je nachdem, wie hoch ihr mit eurem Mana-Level gekommen seid, bekommt ihr hier schöne Mana-EP-Belohnung, beziehungsweise hier noch ordentlich geile Kisten dazu. Ja, die Belohnungen steigen hier, je höher ihr gekommen seid. Und deswegen macht es auch sehr viel Sinn, diese Dimensionsportale eben zu nutzen, über die wir schon gesprochen haben, und diese Mana-EP einzulösen. Gibt auch noch die Möglichkeit, um das vielleicht noch kurz abzurunden. Hier beim Gildenladen könnt ihr jeden Tag ein Mana-Elixier kaufen. Das gibt euch auch nochmal Mana-Punkte. Und das lässt sich als Gildenleiter hier erforschen und dann im Clanladen freischalten. Dass man nur auch von der Geschichte aus betrachtet. In diesem Sinne, ich danke euch ganz herzlich fürs Reinschalten. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, falls ihr noch Fragen habt zu dieser ganzen Mana-Erweckungsgeschichte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit der ganzen Misere hier, was den Mana-Baum angeht und diese Komplexität und dass es so ein bisschen schwer zu verstehen ist von Anfang an. Und ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, dass es für mich natürlich jetzt auch noch so am Anfang ein bisschen teilweise im Dunkeln liegt. Aber wenn es da Updates gibt, falls ich mich in einem Punkt geirrt haben sollte, werde ich das Video irgendwann mal updaten, eine Korrektur machen. Oder ihr könnt natürlich auch gerne unten in den Kommentaren was schreiben, falls ihr noch was bemerkt habt, was ergänzungswürdig ist oder veränderungsbedürftig ist. Macht es gut, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.